Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Myth of Empires. Jawohl, ich habe, oh Gott, ich bin so vollgepackt mit tausend Sachen. Es ist ganz grauenhaft. Wir sind mega voll. Wir werden jetzt den Crossbow nutzen. Ich habe eben mal ganz kurz getestet, wie das Ganze funktioniert. Wo sind denn jetzt die ganzen Deerviecher? Da vorne sind welche, das ist gut. Wir werden das jetzt mal machen. Das Ding ist, man muss den immer wieder einzeln laden, ne? Ach so, halt. Also ich muss einmal kurz den Bow aufziehen. Ich habe schon jetzt mega viele Dinge verloren. Einmal den Bow aufziehen. Und dann jetzt wieder halt linke Maustaste, der wieder den Pfeil drauf. Ne, welcher war es jetzt? Der hier? So, wieder einen draufziehen. Auch ein bisschen Fleisch, ne? Aber eigentlich müsste ich Schweine machen. So. Und dann holen wir uns mal ein bisschen was. Hier, die sind ja eher für Hide gedacht. Aber ich habe ein bisschen Schiss vor den Schweinen. Aber wir können ja einfach mal rauf. Wir haben ja ein Schild. Ich probiere gleich mal die Schildgeschichte. Also für die Deal-Dinger ist natürlich ein Bogen prädestiniert, weil die halt ständig abhauen und so weiter. Schweine greifen ja an, deswegen ist wahrscheinlich der Nahkampf da eher sinnvoll. Müssen wir mal gucken. So, das heißt, ich nehme mein Schwert und mein Schild. So kann man Dingens. Hm. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Wo haben wir denn Schweine? Bevor es dunkel wird, wäre ganz nice. Wir hatten ja vorhin da vorne. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal. Was haben die für ein Level, die kleinen Rackadi? Ich hoffe, es sind nur zwei. Was haben die für ein Level? 14 und 14. Okay, eine Sache noch, bevor ich hier weitermache. Lass doch mal kurz gucken. One-handed Shield. Ob wir irgendwas hochskillen können. Das wäre halt auch ganz nice. Bow haben wir schon. Crossbow haben wir noch nicht. Das haben wir schon. Light Armor ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Dann das hier. Mining dauert noch ein bisschen. Hier auch Hand. Ja, wir sind echt noch nicht so weit, ne? Und das hier alles, keine Ahnung. Hier, haben wir das? Ja. Ja. Hm. Okay. Armorer, Medicine. Und dann haben wir hier Charisma. Jo, wir sind richtig kacke, alles klar. So, was haben wir denn noch so? Kann ich hier noch irgendwas machen? Irgendwo können wir doch noch... Ah, das wollte ich auch noch machen. Ich glaube, das wollte ich mit euch zusammen machen. Nobility, guck mal. Jetzt, wo wir auf dem Server sind, ne? Das ist ja nochmal eine andere Sache. Da kann man halt auch diese Sachen hier lernen. Ich bin ja ein Commoner. Im Singleplayer geht das scheinbar nicht, weil da bekommt man halt keine Honor-Punkte, ne? Ich habe jetzt hier 2344 Honor. Ehre, ne? Ist das, oder? Und dann kann ich hier quasi den Baron freischalten, guck mal. Und der Baron hat 2,5% mehr Basic HP. Das ist natürlich nice und das promote ich jetzt einfach mal, ne? Das heißt, ich bin jetzt Baron. Und vielleicht kann ich das auch machen. Wenn ich den Nobelbaron lerne, haben wir 2,5 mehr Basic HP, haben mehr Damage, wenn wir mit Pfeilen schießen, haben mehr Damage, wenn wir mit einem Schwert unterwegs sind und Blunt Damage, wenn wir mit dem Hammer unterwegs sind. Okay, ich promote. Geht das? Oder kann ich nicht? Was? Consumed Copper Oins. Oins, genau. Coins. Wieso kann ich das nicht... Ach so, ich habe nicht genug Honor. Okay, als nächstes dann den Nobelbaron. Geil, ne? Und dann kommt, guck mal, und das, man hat halt hier immer mehr. Je mehr Ehre man hat, desto mehr Ehre bekommt man auch einfach, ne? Das ist schon ein bisschen nice. So, kann ich hier eigentlich noch irgendwas fertig machen? Oder ist hier, ah hier, Sidequests, ne? Claim. Upgrade the Nobility habe ich. Kann man noch irgendwas claimen? Nö. Okay, cool. Es wird dunkel, da freue ich mich total. Das bedeutet aber trotzdem, wo sind die Kackschweine jetzt hin? Mist. Hallo. Ach, die gehen Schwimmerchen machen. Ja, cool. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Mache ich denn mal kurz? Ich habe ein bisschen Schiss. Komm, wir greifen die jetzt an, okay? So. Hallo. Oh. Oh.
Ist ja cool. Ich bin fast tot. Nice. Ach du Scheiße, was? Wieso haben die mich denn jetzt so... Hallo? Leute, jetzt mal ohne Witz. Warum bin ich denn jetzt so schnell tot? Wie geht das denn? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß gar nicht. Hier, ne? Hä? Okay, das war mein erster Tod, ne, Leute? Level 4. Ich habe ja gar keinen Schaden gemacht, um Himmels Willen. Das ist ja grauenhaft. Oder was? Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder, bin ich schön satt. Warum? Was haben die denn für einen Damage, sag mal? Dann will ich die zähmen. Ich will die zähmen und, okay, ja, cool. Freue ich mich total. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann werde ich jetzt noch ein paar Deer killen, ne? Damit wir noch ein bisschen Fleisch rankriegen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haue ich jetzt hier erstmal ein bisschen Fleisch rein. Das ist ja grauenhaft. 16 habe ich, das geht ja. Go. Mach fertig. Habe ich doch ein bisschen was gefarmt. Ich gehe trotzdem noch mal kurz los, ne? Ist mir ein bisschen zu wenig. Ich weiß, es ist schon wieder dunkel. Habe ich da meine Fackel? Ach, hier. Ich nehme jetzt die Armbrust. Okay, Level 14 war vielleicht jetzt auch ein bisschen drüber, ne? Das ist gut möglich. Das war vielleicht jetzt ein bisschen dumm. Ach, du legst dir erstmal schlafen jetzt, wo ich hier um die Ecke komme, oder was? Was ist denn mit dir? Warum bin ich denn so langsam? So langsam. Excessive Deer Hunting. Wie sieht's da eigentlich aus? Da muss ich auch mal kurz gucken. Event. Geht noch. Geht noch. Die Leute haben sich zusammengerissen. Okay. Okay. Das wird ja furchtbar, wenn ich mir vorstelle, dass denn irgendwann wir hier einen Überfall kriegen. Ich brauche unbedingt einen Zaun. Oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. Komm, wir müssen den schnell erlösen. Wer zuckt noch? Gib mir all dein Fleisch. Core Side brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche nur Fleisch. So, dann überlegen wir mal, was wir noch so bauen. Ach ja, genau. Ich weiß ja, was wir bauen. Wir bauen uns einen Dingens. Und während ich baue, werde ich mal mein ganzes Zeug ablegen. Das ist mir nämlich wirklich zu schwer. Ich bin zu schwer. Meine Rüstung ist zu schwer. Alles zu schwer. Und vielleicht habe ich da nicht so viel Hunger. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Dann packe ich meine Fackel ein. Und dann let's go. So, 6 Fleisch noch. Ja, machen wir noch mal ein bisschen 6 on top. So. Okay, fein. Sehr cool. Ja, Armbrust bin ich jetzt irgendwie nicht so begeistert. Hat das mit den Blocken nicht geklappt? Oder die haben mich ja fast instant gekillt. Oder? Voll heftig. Okay, ich hau mal. Nee, weißt du, wir machen das so. Alles, was ich immer mitnehme, wenn wir unterwegs sind, packe ich mal hier rein. Sicher lasse ich drinne, die Werkzeuge lasse ich drinne. Crossbow kommt raus. Habe ich ausgerüstet oder was ist jetzt mein Problem? Das kann raus. Das kann raus. Fleischermesser, damit wir so ein bisschen leichter sind, okay? So, dann haue ich das Ding noch eben raus. Soll ich so laufen? Ich bin ja nicht so schwer. Und ein bisschen was zu futtern. Das hauen wir noch drüben in die Bench. Holen uns alles, was wir brauchen zum Bauen. Hier noch eine Sichel. Okay, das Messer nehme ich doch mit. Man weiß ja nie. Vielleicht nehme ich noch ein Messer. Nein, ein Schwert. Doch, wir sollten ein Schwert mitnehmen, ne? Ja, wir nehmen ein Schwert mit. So. Dann haben wir das alles. Bin ich nicht mehr so langsam. Und... So, warte.
Und wir brauchen, ich muss gucken, wir müssen ja diese Dinger hier bauen. Dafür brauchen wir Rubble, wir brauchen Branch und wir brauchen Straw Rope. Okay. Rubble, Branch und Straw Rope. Das ist jetzt aber nicht so viel, ne? Das kann weg. Das kann weg. Kann man das hier auch sortieren? Ja, kann man. Rubble, Branch und... Das, hä? Ich hab doch hier... Hab ich hier noch was drin? Es wäre gut, wenn alles an einem Platz wäre. Für mich besser irgendwie. Ich nehme nochmal Twine nicht, aber... Ist okay. Okay, hier ist noch Rubble. Aber ich habe schon wieder keinen Stroh. Und wo sind die ganzen... Wo sind denn die ganzen Rubble-Dinger jetzt hin, um Himmels Willen? Habe ich noch was im Pferd? Nee. Hä? Also jetzt mal ehrlich, ich hatte doch noch so viel Zeug. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wie kann das denn jetzt sein? Ach, leck mich doch. So, okay, einmal 500 wieder rüber. Ja, hier nehmen wir den Rubble. Okay. Ich werde noch ein bisschen Dingens machen. 48 von den Seilen. Und da müssen wir halt nochmal ein bisschen rumsicheln. Reicht nicht. Ich habe... Nein, nicht rauf. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Geh doch einfach wieder runter. Okay. Ja, komm, ich pack ein bisschen, ich pack hier ein bisschen, die Hälfte packe ich raus. Hier packe ich auch die Hälfte raus und dann sollte es passen, okay? So, wir haben noch die Sichel, da können wir noch ein bisschen Stroh organisieren. So, und jetzt baue ich zwei von den Toren. Das geht aber nicht so leicht. Wir müssen auf einer Seite anfangen. Und da brauchen wir noch die Door. Und dann will ich ja... Was sind das hier? Ach, die Windows. Die müssen wir auch noch machen, ja. Und dann will ich ja hier diese Zäune haben, ne? Ich gucke aber noch mal kurz, ob wir... Gott sei Dank waren die Schweine nicht mehr aggro, ne? Das war ja, ist ja auch noch mal so ein Thema, dass die da nicht durchdrehen. Wir können auch Wooden Fort Wall. Wo kann man das bauen? Ich glaube in der Architecture Bench. Ich finde dieses Gateway besser. Also dieses, ja, das sieht schöner aus. Schränke müssen wir auch noch machen, ne? Bett bauen. Ist das hier? Das ist ein Stove. A big pot of rice favored by crafters and warriors. Ach so, wenn wir Dings haben. NPCs. Und dann haben wir hier Clay Support Structure. Mal gucken, wie das aussieht. Das interessiert mich ja auch, ne? Das können wir wann? Level 24 und hier 26. Das ist nochmal interessant. Dann haben wir hier noch eine andere Storage. Large Locker. Hier haben wir ein Kabinett und hier haben wir ein Large Locker. Twine, Copper Ingot und Hardwood. Das wäre natürlich super, ne? Gut, ich habe jetzt hier die beiden Dinger. Ich baue aber auch gleich noch was hiervon. Wie viel kann ich denn dafür? Ja, machen wir mal 15. Mal gucken, wo es lang geht. So, ich werde auf der Höhe von Jenu-Egi einmal ein Tor bauen. Werde mich mal hier zum Wasser runterbauen. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier ist der Weg. Hier ist auch irgendwie ein Weg. Also werde ich hier... Nicht direkt hier. Aber hier geht es auch irgendwie lang. Ich bin nicht ganz sicher. Falls ich hier noch dran bauen möchte, ne? Ich denke, ich baue hier hin. Oh, das wird so riesig, Leute. Ich glaube, ich übertreibe wieder völlig, aber gut. 6. Ach, schön. Schön, schön, schön. Steine können wir ja wegzimmern. Muss das, ich will das schon irgendwie so ein bisschen gerade haben. So, hier. Auf dem Weg, oder? Mal direkt hier den Zaun hin. So. Okay. Dann will ich... diese Dinger hier haben.
Die werden vorne und hinten nicht reichen, ne? Die snappen auch offenbar gar nicht. Frage ist, wie weit will ich das hier haben? Wie viele Tore brauche ich eigentlich? Guck mal, hier. Also eigentlich will ich bis hier bauen. Ich habe das falsche Tor, ne? Aber ich finde das hübscher hier. Dann will ich bis hier bauen. Hier so. Also bis hier so würde ich das machen, ne? Also quasi bis Höhe des Steines. Okay, bis Höhe des Steines mache ich jetzt mal. Gucken, wie weit ich komme. Kurz einen Schluck Kaffee trinken. Auch wenn es abends ist, ist egal. Ist Freitagabend, by the way. Schön nach Arbeit. So, haben wir ja schon so ein Stück Zaun. Da kann auch jeder rüberklettern, oder was? Können wir mal dieses Ding hier wegsichern? Danke. So, jetzt. Ah, jetzt snappt das. Oh Gott, ich glaube, das ist schief. Warte mal. Oh nee, das ist schief. Warte mal, ich muss das abreißen. Ich warte kurz, bis es hell ist. Das ist ein bisschen schief. Das müssen wir ein bisschen. Wenn ich das so baue, dann geht das. Dann landen wir nachher da hinten irgendwo. Das ist nicht so gut. So, okay, bist du ready? Ach komm, reiß ab, ist egal. So. 7. Also, wir machen das. Schwierig. Ah, wirklich schwierig. Jetzt wird's wieder zu doll, ne? Oder? Aber wir können mit Q ja den Snap-Point ändern, ne? Da war ja was. Was? Wieso ist das blockt? Was soll der Quatsch? Hallo? Ah, hier kann ich, aber da kann ich nicht. Warum kann ich hier nicht? Boah, nervt, 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 nervt. Warte, ich habe noch eine Tür, die würde ich gerne noch einbauen. Hier zum Beispiel. Acht. So, mal kurz gucken. Kle Schepper, hier meine beiden. Buddies. Ich glaube, die zähmen wir. Das ist besser, die zu zähmen, als die jetzt irgendwie zu bekämpfen. Ich glaube, die werden uns freiwillig einfach Fleisch geben. Warum geht die Kacke jetzt nicht, Leute? Deswegen? Hm. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? So, mal ein bisschen freiräumen. Den Stein muss ich stehen lassen. Warum ist denn das so? Bin ich jetzt zu dicht bei Jeno dran? Ich meine, ich könnte jetzt hier auch noch mal reinbauen und dann dahin. Aber hier würde es jetzt wieder gehen, ne? Siehst du? Wenn ich jetzt hier einen hinbaue,
Ah, wahrscheinlich, weil das zu sehr in die Erde geragt hätte. Kann das sein? Ja, siehst du? Und das ist zu weit in der Erde. Alles klar, ich verstehe. Das ist das Problem. Okay, ja, dann machen wir das so. So, okay. So, da habe ich gesagt, ich will bis, ist das nicht, ich muss doch noch weiter nach oben, ne? Bis hier wollte ich. Dann ist das aber der falsche Stein. Dann müssen wir noch bis hier. Muss ich hier eigentlich noch ein Tor reinbauen? Noch ein drittes. Es ist ja nicht so, dass die anderen da nicht rein können. Das ist ja nicht so, ne? Das ist ja. Warte mal. So. So, und dann werde ich das jetzt hier rumbauen, würde ich sagen. Aber jetzt habe ich keine mehr. So, machen wir mal ein paar. Wir brauchen da ungefähr 20 Milliarden von. So, jetzt gehe ich hier rum. Oder machen wir hier noch ein Tor hin? Theoretisch können wir ja noch ein Tor hin machen, ne? Hier ist so ein Weg. Ja gut. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Nee, komm. Nee, wir machen kein Tor. Wir machen jetzt hier eine Ecke rein. Andere Tor kommt auf die andere Seite, nicht hier hinten. So. Zack. Hier ist blockiert. Gut, das kriegen wir hin. Also wenn das jetzt darum geht, oder ist es wieder zu sehr in der Erde drin, ne? Boah, ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht so dunkel, ne? Weil ich habe immer das Gefühl, bei OBS ist es immer, wenn ich, also das Aufnahmetool, welches ich verwende, da ist es immer so dunkel. Und direkt auf dem Monitor, wo ich zocke, ist es halt gar nicht so dunkel. Naja. So, ich gehe rüber. Das ist aber schief. Das sieht irgendwie grauenhaft schief aus gerade. Das geht gar nicht. Warte mal. Nee, das geht nicht. Das ist super schief. Die kann ich direkt nochmal abreißen. Tü-tü-tü-tü-tü. Mal kurz gucken. Also, das muss auf jeden Fall in diese Richtung reichen. Und zwar, dass wir denn hier so einmal durchlaufen. Also, hier geht denn quasi das durch. Bis zu dem Baum. I guess. Hier so, ne? Ich würde das bis hier bauen, tatsächlich. Also, bis zum Baum will ich. Und dann geht's runter zum Wasser und dann eine Tour. Dann haben wir, glaube ich, mehr als genug Platz. Dann können wir hier schalten und walten, nach oben, nach unten, zur Seite bauen, wie auch immer wir wollen. Und alle wissen Bescheid, dass das Areal halt dafür gedacht ist. So, das hier geht überhaupt gar nicht. Das muss ich wegnehmen. Zack. Jetzt kriegen wir auch ein bisschen mehr wieder, ne? Ich glaube, die Hälfte, wenn wir da lang genug warten. Geht das? So, dann gucken wir mal, wie wir es jetzt hinkriegen. 7. So, oder? Ne, immer noch nicht. Ja, was bin ich? Warum gucke ich denn so schief? Was ist denn da?
Eigentlich ich gerade nicht, ne? Das muss hier, kann ich da was hinstellen? Eine Fackel oder so? Stein? Ich muss eigentlich, also dahin, Richtung rote Pflanze, aber ich weiß nicht, wie ich das hier am besten machen soll. Ja, ich warte kurz. Mist. Ja, das war zu früh. Okay, egal. 7, nochmal. I don't know. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein kleines Stück einschlagen gleich. Achso. 7. Ich schlage noch mal ein bisschen ein hier, ne? So, jetzt sollte es passen. Krumm und schief. Das ist krumm und schief, Leute. Jetzt schlage ich auch wieder ein bisschen ein. So. Jetzt kann ich keine mehr bauen. Okay, wir brauchen was? Wir brauchen Branch. Ich hol Branch. Ich hol Branch, kein Problem. Die können eigentlich gleich hier bleiben, die Schweine. Also ich muss jetzt hier auch nicht mit dem Maßband arbeiten, ne? Das ist jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Habe ich den vergessen auszumachen? Nein. Geht das da? Da vorne ist eine große Lücke. Okay. Branch, Branch, Branch. Achso, Pferd, ne? War das ein Pferd? Habe ich jetzt schon wieder 500 Dinger verballert? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unglaublich. Unfassbar. So, kann ich mich? Nein. Was für eine Frage. Ja, bitte wieder zurück. Jetzt? Ja. Ist zwar nicht die Welt jetzt so, aber naja. Jetzt werde ich wieder ein bisschen einschlagen, würde ich sagen, mit dem... Mit dem Zaun. So, wir bauen hier mal gleich ein paar. Was fehlt hier jetzt? Go. Okay. Ja, die anderen haben jetzt hier teilweise die großen Palisaden gebaut. Jenu auch, hier Xard auch. Aber ich möchte gerne ein bisschen hübsch. Also ich will lieber so einen heimeligen Zaun haben. Bin auch gespannt, ob man irgendwann mal irgendwie was anmalen kann. Also mit Farben arbeiten kann. Ja. Okay. Noch geht's. Okay, den schlagen wir jetzt ein bisschen ein. Mist. So, ne? Vielleicht. Ja, das sieht ja natürlich richtig scheiße aus, aber gut. Ach, egal. Was habe ich mir denn jetzt dabei gedacht, hä?
Vor allem bin ich viel zu weit eingeschlagen. Nee, das geht nicht. Okay, ich warte, bis der weg ist. Passt auch soweit. Ich warte jetzt hier zwischen den Folgen, bis der wieder ganz hell ist. Dann werde ich die drei nochmal abreißen. Und mach das dann doch lieber so, wie es war, ne? Und bleibe wahrscheinlich doch eher in der Höhe, weil ich will ja zu dem Baum. Eigentlich passt das ja. Na? Ihr Killer, ihr? Ihr Kleinen? Gut, okay, dann machen wir das so. Nächste Folge geht's weiter mit dem Zaun. Oh, mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann haben wir erstmal alles eingezäunt und dann geht's hier irgendwie weiter. Mal gucken. Bin sehr gespannt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Ciao.